Unter dem Meer ist es sehr schwer. Und wo bleibt der Bär? Nein. Hallo und herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, was ich rede. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica und hallo, Tag. Ich dachte, mach's mal, tu's mal. Und ja, damit ihr vielleicht auch mal ein bisschen Reaktion seht, dachte ich mir, mach's mal, nimm's mal auf mit Kamera. Und ja, so sehe ich aus. Normalerweise, wenn ihr mich nicht seht. Also ja, vielleicht sieht sich manchmal auch nackig hier. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Nein, Quatsch. Ist es egal. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei... genau, wir wollten... Ich habe schon länger als nicht mehr gespielt. Es tut mir leid. Ich weiß, ist ausgefallen. Aber ihr wisst ja, ich habe ja eine längere Pause, weil ich ja auch noch arbeite. Wir haben gar nichts an Essen. Der Flexi aus der Vergangenheit hat überhaupt nichts gemacht. Toll. Weil ich ja noch auch richtig arbeite. Das ist ja nur hobbymäßig hier alles. Und deswegen kommt hin und wieder mal vielleicht keine Folge. Also wundert euch nicht. Genau, das Seemöttchen und so haben wir erstellt. Huch, Blasenfisch. Brauchen wir nicht Blasenfisch für Tränke? Ich weiß es nicht mehr. Genau, dann würde ich jetzt hier... Ach ja, hier ist unsere Kamera. Würde ich jetzt erstmal ein bisschen wieder ein paar Tierchen sammeln, damit wir das trinken können. Ich schaue nochmal eben, was wir... Welcome aboard, Captain. Ja, schönen guten Tag. Genau. Ach, guck mal, der Flexi hat hier... Ah, guck mal, der hat hier so einen Scanraum hergestellt. Stimmt. Ja, da können wir auch Diamant sammeln und so einen Kram. Das ist supi. Was zu essen. Genau. Und hier hat er die Kapsel gebaut gehabt, wo wir alles herstellen können. Und die Batterie ist fast voll. Oder? 59? Ja, die lädt. So, jetzt mal eben schnell gucken. Wasser herstellen. Der Blasenfisch ist es, den wir brauchen. Nahrung können wir auch nochmal herstellen. Wenn wir schon dabei sind, können wir direkt in den Ball schmeißen. Vielleicht kriegen wir ja später einen Kühlschrank, weil das Essen wird schlecht. Das habe ich ganz vergessen. So, Essen, Trinken. So, Blasenfisch. Wir wollten sowieso Ressourcen farmen, ne? Kann ich, ich schau mal eben. Kann ich, ich guck gerade eben, ob alles läuft. Nicht wundern. Ich guck gerade mal eben, können wir hier... Was können wir denn hier alles scannen? Ach, Diamant können wir gar nicht scannen. Das ist natürlich blöd. Heißes Gebiet, Datenbox, Kalksteinbrocken. Ich scanne das mal. Ja. Ja. Was passiert jetzt? Der Scanraum scannt. Wofür ist denn dann die Kamera? Um so ein bisschen zu erforschen oder was? Oh, Blasenfisch. Kann ich den mitnehmen? Okay, der Scanraum scannt noch. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie genau das funktioniert. Lassen wir uns mal überraschen. Ich würde jetzt erstmal nochmal ein bisschen Blasenfisch sammeln für Getränke. Blub. Kommst du mal mit mir? Du auch. Und du auch, leckerer Blasenfisch. Der Bumerangfisch weiß ich gar nicht. Der war, glaube ich, auch für Essen, ne? Weil wir wollen ja auch ein bisschen Fortschritt sehen. Vielleicht düsen wir heute auch mal hier da hinten hin zum Notsignal. Rettungskapsel in der Nähe eines Höhlensystems wird angegriffen. Hm. Na, wirst du wohl? Komm her. So. Dann werden wir nochmal eben was zu trinken herstellen. So. Also, trinken. Und da muss ich gleich mal in die Bauernleitung gucken, was wir alles noch so herstellen können, was wir vielleicht benötigen. Also, was wir vielleicht bauen können. Wir müssen auf jeden Fall auf die Energie achten, dass wir die Energie auch demnächst mal irgendwie ausbauen. So, das essen wir, das essen wir, das essen wir, das essen wir. So, dann haben wir 100. Wir haben... Das ist Leben, ne? Genau. So, das sind Aufzeichnung. Baupläne. Chlorbleiche war auch für irgendwas. Wir können das bauen. Ich weiß nur nicht mehr für was. Stahlbank. Kabelsatz. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Lass mal gucken. Seemotter haben wir. Ultra gleitfähige Schwimmflossen, die haben wir, glaube ich, sogar schon. Scannenraum. Scannenraum Beschleunigungsmodul. Haben wir das nicht schon? Ich glaube, das haben wir sogar, ne?
Scanraum Sichtfeldchip, auch schön. Zyklop, auch nice. Wäre geil, wenn wir das hätten. Das ist, glaube ich, noch ein Fahrzeug, bin mir nicht sicher. Observatorium haben wir alles. Solarmodul können wir bauen. Hier uns noch ein paar Sachen. Außenbeetkasten. An Land oder an Luft geeignet. Oh, ich bin so gespannt, ob es auch Land gibt. So, Batterieladestation haben wir. Beetkasten. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwas pflanzen, ne? Ich würde jetzt tatsächlich mal so ein bisschen boah, mit dem Beet bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe jetzt einfach ein Beet gebaut beim letzten Mal. Der Deflexi aus der Vergangenheit, der hat einfach ein Beet gebaut. Und der hat überhaupt gar keine Ahnung, was der da eigentlich gebaut hat. So, das heißt, ich würde mit meinen Seemüttchen ein wenig losdüsen. Welcome aboard, Captain. Hallo, ja. Vielleicht da mal zu dem Signal. Und vielleicht sammeln wir auch ein paar Ressourcen währenddessen. So zwischendurch ein paar mitnehmen. So, das geht ja doch ein bisschen zügiger hier mit. Mal gucken, ob wir irgendwann unsere Sauerstoffflasche auch erweitern können. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, da zu bauen, direkt die erste Base. Weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht werden wir ja irgendwann noch eine... Kann ich das direkt mitnehmen? Nein, ne? Okay, 180 Meter circa. So. Flups. Flups, hier plöpst alles eben ein bisschen auf. So, hallo, wer ist denn am Angreifen? Wer greift denn da an? Was ist denn da los? Dein Scheiß Ernst? Kann ich hier mitnehmen, den Fisch? Hm, weiß ich nicht, okay. So, was haben wir denn da? Ist hier irgendwo was drin? Notfallkapsel, aber ich sehe nichts. Was? Sag mal. Habe ich irgendwie was überlesen oder so? Diskscan abgeschlossen. Datenbank, nein. Rettungskapsel, Seemotte. Sag mal. Wer greift denn da an? Hier ist doch gar keiner. Darf ich denn mal in Ruhe hier mal lesen? Untiefen. Hm. Was habe ich jetzt aktiviert? Okay, ich steig mal wieder ein. Habe ich jetzt nicht ganz wahrscheinlich... Also... Haben wir wahrscheinlich... Entschuldigung, haben wir abgeklappert. Aber irgendwie haben wir da jetzt auch nichts Tolles gefunden. Ich dachte, vielleicht finden wir da irgendwie was. Das mit dem Aufploppen ärgert mich gerade ein bisschen. Gibt es bei der Grafik noch irgendwie was? Hoch, Kantenglättung. Strahlung, das sind schon Tiefenschärfe. Verdeckung. Hm. Housing, ja. Wundert, dass das alles so aufploppt. Ist das normal bei dem Spiel? Könnt ihr das wahrscheinlich sagen, weil ihr das schon mal gespielt habt. Ist das normal, dass hier so Dinge aufplöppen? So die Grafik so ein bisschen oder das Gras und so? So. Schauen wir mal. Besatzung meldet defekten Seegleiter. Da gehen wir doch mal gucken. So. Durchs Dickicht. In 200, knapp 200 Meter sind wir da. Wollte nur mal hier oben rausgucken. So. Nein, ich wollte ein Monster umschwimmen, was da war. So, wir sind an der Rettungskapsel angekommen. Was ist hier drin? Ist hier was drin? Ja, was ist das? Nichts. Hier waren wir schon mal. Kann das sein? Habe ich einen Scanner dabei? Okay. Hier ist gar nichts. Das ist ganz toll. Das ist ja großartig.
Hat sich ja richtig gelohnt. Dann können wir besser ein paar Ressourcen sammeln. Besser ist das. Wenn wir schon einmal hier sind, können wir ja mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Da sehe ich zum Beispiel was. Was? Basiswarnung? Was stand da? Irgendwas drin? Seegleiterfragment. Seegleiter haben wir schon. Gerade, ob wir hier noch ein bisschen Gestein haben oder so. Quarz nehme ich mit. Ah, wie schön. Diese Musik wieder. So. Okay, nicht allzu weit weg von der Seemotte. Was ist das denn für ein leuchtender Fisch? Ist der speziell? Ah, ich nehme den mal mit. Reiffisch. Mal gucken, was der kann. Ich fand den so speziell, deswegen habe ich ihn mitgenommen. In meine Obhut. Ich werde den als Zuchtfisch halten. So. Gut. Dann steigen wir ein. Und diesmal ein wenig weiter. So. Durch den Seetang. Nicht zu verwechseln mit dem Seegang. Ah, die haben wir irgendwie gestein. Da ist noch ein bisschen Gestein. Warte mal. Titan, ja. Sonst noch irgendwo was? Huch. Ist hier... Oh, hier ist noch was drin. Kupfer, nice. Wir sammeln mal ein bisschen in der Folge. Ressourcensammlung ist wichtig. Oder Ressourcenfarming. Achso, Energieversorgung. Ja, weil die Sonne nicht da war wahrscheinlich. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Weil die Sonne jetzt gerade wieder kommt. Deswegen wird es ja auch gerade wieder heller. Deswegen hatten wir auch keine Energie, weil wir ja Solarenergie nutzen. Warum sehe ich denn hier so wenig... Oh, da ist nochmal so ein Fisch. Warte mal. Komm her. In meine Arme. Da sehe ich doch Quarz, oder? Ist das der, den ich denke, da unten, der einen verfolgt? Oh. Kreaturenei wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Aber ich dachte mir, wenn du schon mal hier bist, kannst du auch Quarz mitnehmen und das Kreaturenei auch. Alter, hier gehen wir gleich nochmal hin. Muss mal eben eine frische Luft. Ich hoffe, ich finde diese Höhle gleich wieder. So, einmal Luft tanken, bitte. Ah, sail away, dream your dream, lalala. So. Dann gucken wir mal. Moin Jungs, moin Mädels. Oh, das ist ja ein richtiges Paradies hier an Ressourcen. Das nehmen wir mit. Was? Ich dachte schon, ich werde verfolgt. Das nehmen wir mit. Ich hoffe, unsere Seemotte wird nicht angegriffen. Das wäre fatal. Was ist das für ein Geräusch? Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ach, der ist das, oder was? Ist das der? Ich glaube, das ist der. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe. Was ist denn mit dem? Was hat er denn?
So, hier ist noch was. Da ist noch Kupfer. Quarz. Entschuldigung. Und es wird schon wieder dunkel. Hä, wurde es nicht gerade erst Tag? Oder habe ich mich vertan? So, ab zur Seemotte. Oder es war eine große Wolke jetzt gerade vor der Sonne. Das kann auch sein. Der verfolgt uns, ne? Was ist denn mit dem? Habe ich einen neuen Follower? Entschuldigung. Der war nicht gut. So. Oh, hier sind auch ganz viele Höhlen. Wo die wohl hinführen? Gucke mal. Oh, hier ist Gestein. Jede Menge. Diamant brauchen wir ja auch noch, ne? So. Ist immer gut, ein gewissen... Wie, Inventar voll? Ernsthaft? Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Gott sei Dank. Gut, dass das Inventar gerade voll war. Da kann man, dann schnell flüchten. So, dann würde ich sagen, lagern wir das mal eben ein. Welcome aboard, Captain. Ja. Da müssen wir hin, da ist unsere Base. So. Aber so unter Wasser leben? So Bioshock-mäßig? Ich glaube, ich habe einen Fisch mitgenommen. Ich glaube, die Wasserpolizei hat das nicht mitbekommen. Was wollte ich gesagt haben? Muss ich selber lachen. Ich glaube, so unter Wasser leben, so wie Bioshock, hätte ich schon mal Bock drauf, muss ich sagen. Ist irgendwie ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erwähnt habe. Wir waren ja im Urlaub gewesen. In Abu Dhabi. Meine bessere Hälfte und ich. Also so Dubai die Ecke. Und wir haben erfahren, dass tatsächlich in Dubai, Abu Dhabi, ein Unterwasserhotel gebaut wird. Das heißt, man kann da quasi dann... So, was macht er denn? Kleiner essbarer Beutelfisch. Oh, warte mal, den mache ich mir mal eben schnell. Das heißt, man kann da im Hotel unter Wasser ein Zimmer mieten und man kommt da tatsächlich nur mit dem U-Boot hin. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wenn ja, bitte tötet mich nicht. Oder ärgert mich nicht. Oder wie auch immer. Gibt sogar ein bisschen Wasser. Das ist ja nice. Das finde ich natürlich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ne? Wenn du da wirklich nur mit dem U-Boot hinkommst, dann kannst du halt nur im Hotel hocken. Ne? Ist natürlich auch ein bisschen... Weiß ich nicht. So. Jetzt machen wir Titan noch voll. So, Titan brauchen wir eigentlich erstmal nicht mehr sammeln. Titan haben wir voll. Silbererz, Quarz, Gold und so ein Kram. Das können wir noch sammeln. Würde ich auch noch weitermachen. Nee, und das finde ich sehr spannend. Da habe ich schon gesagt, da würde ich doch gerne mal so ein Zimmer mieten, wenn es nicht allzu teuer ist. So vielleicht für 3 Tage oder so. Kurztrip. Man weiß ja nie. Aber das ist, glaube ich, schon sehr atemberaubend. Ich stelle mir das lustig vor, du überfährst hier so einen Fisch, ist so auf der Scheibe und du machst den Scheibenwischer an. So. Der Fisch weg. Weiß nicht, warum ich da lachen muss. Es ist lustiger, als wie ich es finden sollte. Was ist mit dem denn schon wieder? Sag mal. Ja, das nehme ich mit. Salz war das, glaube ich, ne? Schlingpflanze. Ah, stimmt, die kann ich ja so abarbeiten, ne? Oh, die nimmt so viel Platz ein. Nee, warte mal. Nee, die kann ich ja immer wiederholen. Die Schlingpflanze kann ich ja immer wiederholen. Ich will nur gucken, ob wir jetzt hier irgendwie Gestein kriegen. War das Salz? Das sind Salzablagerungen, ja. Ich habe so ein bisschen Angst, je tiefer wir gehen, desto mehr Höhlensysteme gibt es und desto schwieriger findet man auch wieder raus. Da habe ich so ein bisschen Muffen vor, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Was ist hier? Hier ist eine Höhle. Ernsthaft? Oh Gott, wo geht's denn hier hin? Gold! Was? Wo bin ich hier? Ich weiß, ich sollte ein bisschen auf mein Dings achten, auf meinen Sauerstoff. Die sehen gefährlich aus, die Pflanzen. Deswegen direkt erstmal anfassen. Was ist denn das? Au, es brennt so sehr. So, dann düsen wir nach oben. 30 Seconds. Ja, ja. 30 Seconds to Mars. Das schaffen wir aber. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Ach, guck mal, wir sind ganz in der Nähe des großen Schiffs. Aber ich glaube, allzu nah darf man da auch nicht hin. Wegen der Radioaktivität. Ich würde sagen, wir düsen einfach mal Richtung Süden so ein bisschen. Hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher, IOR steht, der Sonne hinterher, IOR steht. Hier finden wir Haushaltsablagerung. Oh, warte mal, da ist auch noch Gestein. Au, ich glaube, ich habe mich gerade selbst überfahren, kann das sein? Oder angefahren. Hier in diesem roten Gestrüpp ist manchmal auch ein bisschen was drin, ne? Oh, der soll abhauen. Da ist noch was. Habe ich eigentlich Titan gesammelt? Natürlich habe ich Titan gesammelt. Brauchen wir gerade nicht.